Heute sprechen wir darüber, wie du in der Klausurenphase auf gar keinen Fall krank wirst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute besprechen wir, wie du in der Klausurenphase auf gar keinen Fall krank wirst. Weil du kannst die besten Techniken, die besten Strategien haben, du kannst dich super stark anstrengen, alles top. Ja. Wenn du krank wirst, wirst du nicht die Performance abrufen können, die du dir so sehr wünschen würdest. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir auch auf dieses Thema eingehen. Spielt auch bei uns im Coaching eine ganz, ganz große Rolle, weil ganz ehrlich, unsere Coaching-Teilnehmer sind perfekt mit allem ausgestattet. Ja. Nur, wenn du halt Fieber hast, wenn du dich nicht wohlfühlst und so weiter, dann ist es einfach so, dass du es nicht schaffen wirst, auf dem Level zu performen, wie du es dir eigentlich gewünscht hättest. Und deswegen jetzt hier auch in diesem Video einmal kurz möchte ich darauf eingehen, wie kann man schaffen, wirklich nicht krank zu werden. Denn wenn du krank bist, ist es einfach blöd. Ja, es ist einfach blöd, es ist unnötig, und dementsprechend lass uns einmal kurz reinschauen, wie man das Ganze wirklich schaffen kann. Grundsätzlich sage ich hinsichtlich dieser Dinge immer, dass es super wichtig ist, dass du die Basics einhältst. Ja, und zwar hab deinen Schlafrhythmus und schlaf genug. Ernähr dich einigermaßen gesund. Du musst nicht Ernährungswissenschaften studiert haben, um irgendwie zu verstehen, dass ein Salat besser als Chips ist, dass irgendwie der Apfel besser als Nutella ist. Ja, du musst auch keine, das nicht religiös machen, ja, von ein bisschen Süßigkeiten und so fällt keiner um, aber trotzdem auch da auf die Basics achten und lass auch einfach nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ja, dann trink genug. Super, super, super wichtig. Sei genug an der frischen Luft. Gerade in lernintensiven Phasen ist es extrem wichtig, dass du in der frischen Luft bist, dass du auch gerade mal die Sonne mitnimmst, wenn die mal irgendwie auch jetzt in den langsam wieder kälter werdenden Monaten, einfach auch die ab und zu wieder siehst. Super, super, super entscheidend. Wenn du all diese Basics und alles, was da noch dazugehört, einhältst, bist du schon mal auf einem guten Level. Ja, dann versuch unbedingt sämtliche Punkte, wo irgendwie mehr Keime, Viren, sonst irgendwas sein sollen, versuch das einfach zu vermeiden. Ja, auch da wichtig, drifte da auch nicht so eine Panik ab im Sinne von, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht auf das öffentliche WC gehen, weil so muss es ja auch nicht sein. Ja, aber dass du dir einfach überlegst, hey, keine Ahnung, wenn ich an dem Ort war, wasche ich vielleicht lieber doch gründlich die Hände. Ja, wenn ich merke, okay, einer meiner Mitschüler, jemand aus meiner Familie, ist gerade ein bisschen erkältet, ja, dann gibst du ihm halt nicht die Hand, ja, hältst ein bisschen mehr Abstand. Sollte auch jede Person einfach auch Verständnis dafür haben. Und dass du einfach auch da achtest, auf deine die Basics einzuhalten und gleichzeitig dann eben auch wirklich zu schauen, dass du für dich wirklich weißt, okay, ich gefährde mich auch nicht unnötig. Und dann, wenn du trotz dessen merkst, okay, irgendwie ich fühle mich gerade nicht so gut, bin ein bisschen angeschlagen und so weiter, und es ist jetzt nicht Faulheit oder kein Bock mehr, sondern das ist wirklich so ein, hey, ich habe gerade das Gefühl, mich erwischt es ein bisschen, dann leg dich an dem Tag sofort ins Bett und gib deinem Körper wirklich alles, was er braucht. Ja? Weil ganz oft ist es so, bei so Erkältungen, wenn du merkst, da kommt ein bisschen was, und du dann sofort reagierst und dem Körper sofort einfach alles gibt, was er braucht, vielleicht mehr schläfst, Tee trinkst und so weiter, dann ist es oft am nächsten Tag auch schon wieder gegessen und du bist am nächsten Tag wieder fit. Ja? Nur, wenn du das dann verschleppst, weil du sagst, heute kann ich aber nicht und ich muss die ganze Zeit lernen, ja, dann wirst du verschleppen, wirst dich 6-7 Tage nicht so gut fühlen, und das ist da auch noch super, super wichtig. Und wenn du diese drei Punkte einhältst, dann ist es eigentlich nur noch wichtig, dass du auch verstehst, lernen kannst du immer auch, wenn du nicht ganz so fit bist, ja, und gleichzeitig kann Lernen es auch schlimmer machen. Was meine ich damit? Nur weil du gerade ein bisschen erkältet bist, ein bisschen Halsschmerzen hast und so weiter, heißt das nicht, dass du auf einmal gar nicht mehr lernen kannst. Ja, das heißt, du kannst trotzdem auch noch konstant was machen. Ist auch wichtig, dass du einfach auch dabei bleibst. Klar, wenn du so krass Fieber hast, dann ruh dich aus und hat das Lernen auch keinen Sinn. Aber wenn du dich einigermaßen konzentrieren kannst, kannst du da auch immer was machen. Gleichzeitig aber auch, wenn du merkst, okay, ich habe es komplett einfach die Birne zu und ich kann mich gar nicht konzentrieren und so weiter, dann mach auch eine Pause und mach da nicht weiter. Weil auch das hat überhaupt gar keinen Sinn, ja, dass du auch da die entsprechende Balance findest. Wenn du all diese Punkte beachtest, ja, dann hast du einfach extrem gute Karten, dass du wirklich gesund und fit durch die Oberstufe und auch jetzt für die Klausurenphase einfach gut durchgehst, dich wohlfühlst und die Leistung abrufen kannst, die du dir angeeignet hast, und dann dementsprechend auch die Note bekommst, die du eben haben möchtest. Wenn du das aber wirklich sicherstellen möchtest, komm gerne zu uns Coaching.
geben wir dir alle Punkte mit, du hast wirklich ein komplettes System, wo du wirklich mit allem abgedeckt bist, du merkst, wir gehen sogar auf solche Themen wie Krankheit und so weiter ein, dass wirklich es garantiert ist, dass du eben auch die Noten bekommst, die du dir wirklich auch wünschst und das auch in deinem bestmöglichen Gefühlszustand. Dafür gerne einfach den ersten Link in der YouTube-Beschreibung nutzen oder auf den Link im angepinnten Kommentar von mir klicken, da kannst du dich bewerben bzw. eintragen für uns, für unser Coaching und dann können wir eben da auch darüber sprechen, wie wir dir da dann auch konkret weiterhelfen können. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.